Hau, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Flaconi 24 Love Brands Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich hatte ein bisschen Angst gehabt, ob wir dieses Jahr wirklich auch noch einen bekommen, weil die hatten ja auch so einen Mega-Sale und irgendwie stehen da auch so ein paar Dinge im Raum. Aber na, hier ist er. 119,99 € kostet der, 600 Euro Warenwert sollen drin enthalten sein. Und für eine zweite Meinung für diesen Adventskalender schaut gerne bei Nicole vorbei, denn die stellt ihn jetzt auch gerade vor. Und ich bin sehr gespannt. Letztes Jahr fand ich den nicht ganz so überragend, aber sonst kann der eigentlich was, ne? Mal schauen, was uns hier in diesem Schätzelein erwartet. Es ist auf jeden Fall ein Boxen-Adventskalender. Den Schuber kann ich hier einmal direkt entfernen, der irgendwie auch ein bisschen eingelaufen ist, was ich ganz witzig irgendwie finde. Ciao. Und so schaut der von innen aus und da sind keine Zwischenebenen drin. Das heißt, man muss ein bisschen aufpassen, dass einem die ganzen Boxen nicht runterknallen. Aber nicht lang schnacken. Ich bin genauso gespannt wie ihr. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonnier doch super gerne meinen Kanal. Ich würde mich mega drüber freuen, dich hier in meiner kleinen, süßen Beauty-Welt begrüßen zu dürfen. Und hier haben wir jetzt den 1. Dezember. Wir haben auch immer QR-Codes hier drauf. Da kann man dann wahrscheinlich was zu den Produkten erfahren. Der ist schon mal gut gefüllt von, Murat oder Murat. Ich glaube, Murat spricht man das aus. Hydration Cellular Hydration Repair Serum. Richtig nice. 30 ml. Das ist eine Originalgröße. Und das finde ich richtig toll. Also Hydratisierung können wir alle gut gebrauchen. Verwendet man nach dem Toner. Also erst Gesichtsreinigung, dann Toner, dann Serum. Ne? Das ist ein teures Produkt. Also die Firma ist schon mal krass. Schön. Mag ich. Toller Einstieg. Am 2. Dezember haben wir ein etwas kleineres Kläppchen. Warum übrigens da Dinge im Raum stehen? Das, was ich gehört habe, ist auf jeden Fall, dass andere Firmen Interesse daran angemeldet haben, Flaconi zu kaufen. Muss man mal schauen. Und dass da irgendwie was im Argen sein soll. Also ich hoffe, das ist kein Abschiedsgeschenk, um das mal so zu sagen. Hier habe ich von Sebastian Professional das Dark Oil. Das ist für die Haare. Da sind 30 ml drin. Ich glaube, das haben wir auch jedes Jahr in diesem Adventskalender. Oder ich hatte das sonst in einem anderen, zum Beispiel Hagelshop oder so, der auch unterwegs ist. Ne? Wird auf jeden Fall mal ausprobiert. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Auch das eine sehr gute Marke. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3. Natürlich erhoffe ich mir hier auch allerhand dekorative Kosmetik, weil das ist das, was ich vor allem bei Flaconi shoppe, genauso wie auch Düfte. Ich bin gespannt. Hier habe ich auf jeden Fall tatsächlich von Eborian die CC Red Correct Creme. Ja, also da ist auch ein Lichtschutzfaktor von 25 drin. Keine Ahnung, ob man das damit erreicht. Und es sind nur 5 ml. Aber es ist eigentlich ein schönes Produkt. Und ich finde es auch gar nicht schlimm, dass es jetzt nicht irgendwie in einer riesigen Größe ist, weil möglicherweise kann ich jeder das gebrauchen und dann wünscht man sich vielleicht ein anderes Produkt, was universeller anwendbar ist, in einer größeren Größe. Wisst ihr, was ich meine? Mal gucken. Und ja, weil ich habe jetzt zum Beispiel nicht so die Ultrarötung, auch wenn ich so ein kleines bisschen mittlerweile anfange, Rosacea zu bekommen, aber eigentlich brauche ich eher was für trockene Haut und ich glaube, dass das auch ein Stückchen wie so eine Art Primer sein wird. Hier haben wir die Nummer 4. Da ist eine Tube drin. Oh, ist das nicht das Neue? Daisy Wild von Marc Jacobs. Die Bodylotion haben wir hier nämlich mit drin mit 50 ml. Es gibt doch auch so ein Neues von Marc Jacobs. Ist das das Wild? Das wäre ziemlich cool, ne? Weil das wollte ich immer schon mal riechen. Und dann haben wir halt nicht das Parfum als Miniatur oder so hier drin, sondern als Bodylotion. Finde ich aber auch nicht so schlimm, weil dadurch kann man den Duft auch auf eine etwas sanftere Art und Weise quasi kennenlernen. Werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Wow, der Tag vor Nikolaus ist einfach mal ein Klopper. Ne? Der 5. Dezember ist einfach riesengroß. Und Leute, das ist jetzt nicht nur das Kläppchen, was so riesengroß ist. Es ist auch das Produkt. Krass. COSRX, The Six Peptide Skin Booster. Das ist ein Serum mit 150 Millilitern. Ernsthaft? Das ist mit Hyaluronsäure, NAG, ich weiß nicht, ob das Niacinamide sind, Aminosäuren, das soll den Skinton ausebnen, deswegen würde ich schon sagen, dass das vielleicht irgendwie mit Niacinamiden ist, weiß ich aber nicht. Hydratisieren, dann soll es auch noch glätten, Poren pflegen und die Skintextur verbessern. Interessant, Leute. Ist das groß. Ja, da ist Amorelie Adventskalender verlinkt. Das ist groß. Wow. Ey. Also hier steht Serum drauf. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Serum ist oder ob das ein Toner sein soll. Aber ich glaube schon, dass das ein Serum ist. Alter, wie lange kommst du mit 150 ml Serum aus?
Ja, wirklich. Also ich schaffe normalerweise pro Monat 1,5 Serien ungefähr. Wow. Wenn ich es morgens und abends halt auch verwende, ne? Nee, das ist ein Toner, oder? Ja, das ist ein Toner. Das ist nämlich, nachdem du dein Gesicht wäschst, dass du dann eine adäquate Menge davon auf dein Gesicht gibst als ersten Schritt der Skincare-Routine. Für mich ist der erste Schritt der Skincare-Routine aber die Gesichtsreinigung. Aber ey, so viele Firmen vergessen, einen Toner in den Adventskalender reinzugeben. Und die haben einfach mal hier eine Originalgröße von einem Toner von CosRx drin mit so interessanten Inhaltsstoffen. Nikolaus, der 6. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Und dann schauen wir mal. Wir haben auf jeden Fall auch was zum Lesen mit dabei von Lancôme, ein 10-Euro-Gutschein. Der ist individuell vom 1.12. bis zum 15.01. einlösbar ab 49 Euro, weswegen ich das jetzt nicht unbedingt preismäßig mit aufführen werde oder wertmäßig. Und hier haben wir ein neues Parfum von Lancôme drin als Miniatur, La Vie est belle, l'Elixir, mit 4 Millilitern. Das finde ich ja mal so cool. Also, was ist das für ein exzessiv krasser Adventskalender bislang, oder? Will. Ich werde es nicht selber verwenden. Ich habe die Duftkomposition mir auch schon mal durchgelesen. Ich werde es mir wahrscheinlich auch irgendwie mal, also ich habe eine Probe, die muss ich nochmal eingehend testen. Und dann werde ich mir das wahrscheinlich auch in einer großen Größe kaufen oder zu Weihnachten wünschen halt, ne? Ja, und das ist ja mal Hammer. Neues Produkt, Leute. Das muss man sich einfach mal reinziehen. Ach so, und ich sammle diese ganzen Miniaturen und mache dann, ich denke, im Oktober, ne, die ein oder andere Verlosung. Da gibt es Parfüm-Miniaturen, Adventskalender zu gewinnen. Ich habe heute, ich glaube, 4 komplette Nagellack-Adventskalender auch gepackt. Dies, das, Ananas. Und immer mal wieder im Video seht ihr ja auch, dass ich komplette Adventskalender, selbstbefüllte Adventskalender verlose. Also, ne, hier geht die Party ab, damit hier das Lager auch ein bisschen leerer wird. Weil, keine Ahnung, ich glaube, 200 Adventskalendern. Ist hier ein ordentlicher Durchfluss. Ja, ich habe Amorelie verlinkt, jetzt kann ich Eis.de verlinken. So, ich glaube, die Nummer 7 wird mich jetzt mal ein bisschen abkühlen, weil die ist ja ein bisschen kleiner unterwegs. Ne? Da ist jetzt auch kein riesiges Produkt drin. Kiko, sehr schön. Ein Water Eyeshadow. Auch so ein Mono-Lidschatten-Adventskalender wird es zu gewinnen geben. Mit 3 Gramm ist es einmal hier drin enthalten. Die sind auch super beliebt, weil die auch sehr, sehr gut sind. Und ich frage mich immer in der Farbe 03, ne, warum Kiko nicht deine komplette Lidschattenpalette aus dieser Textur quasi macht von Lidschatten. Wahrscheinlich wäre das zu teuer und die haben Angst, dass es keiner kauft, aber die haben die Preise doch schon so krass angehoben. Ja, also das ist auch ein Ton, den jeder sehr gut verwenden kann. Den kannst du auch super als Mono tragen. Und die sind wunderschön auf dem Auge. Ich hatte da mal so eine Art Türkis von, ne? Ich verwende aber keine Monos, ne? Ne? Weißt du Bescheid? Kiko könnt ihr übrigens dann offensichtlich auch bei Flaconi kaufen. Ihr könnt es aber auch bei Lookfantastic bestellen, wenn ihr möchtet. Da könnt ihr nämlich auch mit meinem Code CloudyWelt auf alles, was es da immer so gibt, den maximalen Rabatt bekommen. Und da gibt es auch einen fantastischen Adventskalender. Also, ne? Also, das nur mal so an dieser Stelle kurz erwähnt. Aber wir müssen jetzt hier mal weitergucken, ne? Aber der macht dem Lookfantastic schon gut Konkurrenz, würde ich sagen. Gucken wir mal, ob die Nummer 8 jetzt auch macht, dass es kracht. Auf jeden Fall gut gefüllt. Color Wow Extra Large Bombshell Volumizer mit 50 Millilitern. Ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Also ihr seht ja auch jetzt, aktuell trage ich ja sehr viel diese Mütze. Da brauche ich wirklich kein Volumen in meinen Haaren haben. Ansonsten trage ich dann jetzt aktuell tagsüber halt meinen Zopf, meinen Dutt, mein was auch immer. Da brauche ich halt kein Volumen. Ne? Und generell mache ich nicht so viel mit meinen Haaren. Aber Haarpflege hat Flaconi halt auch echt schöne da. Deswegen macht es Sinn, dass hier auch allerhand von drin ist. Und auch da kann ich einen kleinen Sidekick kurz mal machen, denn Color Wow bekommt ihr bei Purish zum Beispiel auch, wo ihr mit Claudis Welt 10 immer 10% auf alles, was auf meiner Collection-Site ist, sparen könnt. Und das ist so ungefähr alles, was ich halt auch immer so verwende, ne? Und auf den kompletten Sale halt auch immer. Also auch da Link in der Infobox und eingeblendet und so weiter, ne? Da kommt morgen, am Samstag kommt eine kleine Sneak Peek und am Montag kommt ein komplettes Unboxing von dem Adventskalender. Naja, mal schauen, worüber wir uns jetzt hier in der Nummer 9 freuen dürfen. Wow, Dr. Barbara Sturm, hi. Ja, es sind nur 3,5 Milliliter. Es ist eine winzige Größe von einer sackteuren Creme. Die habe ich meiner Meinung nach auch schon mal verwendet. Auf jeden Fall schon das ein oder andere Produkt von ihr. Ich finde es auch gut. Ich finde es auch wirklich gut, würde aber nicht den vollen Preis dafür bezahlen. Deswegen freue ich mich, dass ich so einen kleinen Tiegel hier drin habe. Ist gut zum Verreisen und ich werde auch Mitte Oktober auf ein schönes Event fahren von ein paar Kolleginnen nach Hamburg. Und da freue ich mich schon drauf und da könnte ich mir vorstellen, die mitzunehmen. Sehr schwer und groß wird es auch in der Nummer 10 weitergehen.
Nicht kleckern, sondern klotzen. Das hatte ich bislang nur als ganz kleines Produkt und Flakoni so, hi! Das gibt es übrigens auch in dieser Größe. Das Equay von Revlon ist das. Das Hydro Instant Detangling Conditioner Produkt für normales bis trockenes Haar. 200 Milliliter. Leute, das ist halt wirklich, apropos für Reisen, auch echt so ein Ding, was ich immer irgendwie auch mitnehme. Jetzt nicht in dieser Größe. Und ich finde es sehr, sehr gut. Schön. Das ist Friseurbedarf. Das ist richtig nice. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, ist jetzt hier bei mir. Und auch da, ne? Also ich zeige es jetzt gar nicht mehr, weil das ist ja immer so gut gefüllt. Wusste ich nicht. Yves Rocher gibt es offensichtlich auch dort zu kaufen. Da ist das Hydra Vegetal Serum drin enthalten. Ja, schön. Auch das ist ein Produkt, was jeder Hauttyp verwenden kann. Und das ist eine Originalgröße mit sage und schreibe 30 Millilitern auch wieder. Krass. Also ja gut, es ist jetzt das zweite Feuchtigkeitsserum. Vielleicht hätte man da dann noch eine andere Variante nehmen können. Vielleicht Ceramidserum oder Vitamin C, Niacinamide oder sowas. Wobei Niacinamide haben wir hier auch mit drin, ne? Schön. Wow. Nice. Ich komme aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Nee. Ja, dann gucken wir mal uns die Halbzeit an. Die Nummer 12 habe ich jetzt hier. Und da ist etwas von OPI enthalten, von OPI. Nail-Lacker, das sind 15 Milliliter und wir haben hier auch eine Originalgröße. Die Farbe nennt sich Aurora Berry Ailes. Okay, ja, ein wirklich sehr schöner, gedeckter Beereton, den ich mir aber gut vorstellen kann, so auch auf den Nägeln zu tragen. Mag ich gerne leiden. Erste Halbzeit, der Wahnsinn in Tüten, oder? Also, finde ich richtig gut gestaltet. Ich, ne, guck mal weiter hier. Der 13. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen und, ja, hier haben wir auch was drin, was ich aktuell in Anwendung habe, Leute. Ich kann hier heute mit Rabattcodes um mich hauen. Wenn ihr das direkt bei Revitalash bestellen wollt, könnt ihr dort mit Claudi15 halt 15% drauf sparen. Es tut mir leid. Es ist halt so, Produkte oder Firmen, ne, ich arbeite halt eng mit manchen zusammen und es ist halt einfach so, sorry. Sorry, not sorry. Und es macht wirklich tolle Wimpern. Also ich habe vorher das Crane Lash verwendet. Ich habe euch das Produkt noch gar nicht gezeigt, und erzähle schon, ne? Egal. Ich habe vorher das Crane Lash verwendet, was ich nach wie vor auch richtig geil finde. Und ich werde die beiden im Wechsel verwenden. Aber das Revitalash ist nicht schlechter. Also es ist mindestens genauso gut. Ich glaube aber, es ist ein bisschen teurer. Muss man immer gucken, wo man halt welches Angebot bekommt. Und hey, hier ist es im Adventskalender. Lava. Revitalash Advanced, der Eyelash Conditioner. Hier sind zwar nur 0,75 Milliliter drin. Huch. Aber ich habe zum Beispiel jetzt auch aktuell eins mit 1 Milliliter in Anwendung. Das reicht eigentlich schon für 2 Monate. Ne? Also, dass man da halt auch wirklich so ein bisschen die Wirkung sehen kann. Nach ungefähr 6 Wochen, ich sage immer so nach einem Zyklus ungefähr, ist es sowohl bei Skincare, dass du halt einen Unterschied sehen kannst, als auch bei Wimpernwachstumsserien. Hier sind Hormone drin. Ich persönlich mag das sehr gerne. Ich bin weder schwanger noch stillig aktuell. Dementsprechend wird es verwendet. Und hier habe ich jetzt meinen Nachschub. Finde ich schön. Ne? Da steht ein bisschen auch was zu drin. Großartig. Hammer. Der 14. Dezember. Hier haben wir auch wieder so... Nee, doch nicht. Oh, nein. Oh. Shiseido. Und das Ganze 2-mal. Vital Perfection Uplifting and Firming Express Eye Mask. 2-mal. Leute, das ist nicht günstig. Das ist eine sehr hochpreisige Marke. Die sind richtig geil, die sind riesig. Also die sind im Prinzip nicht nur für deine untere Augenpartie, sondern halt wirklich, keine Ahnung, auch für deine Wangen mit dabei. Aber wenn ich halt auch so lache, ich sehe es aktuell ja auch, die Falten, die gehen halt schon hier auch noch weiter, ne? Also es ist ganz gut, dass die ein bisschen größer sind und ja, geil. Ein Klopper nach dem nächsten, ne? Der 15. Dezember ist sehr groß, aber der ist nicht komplett ausgefüllt. Mal gucken, was wir jetzt hier drin finden. Ein Blush von Bare Minerals. Ach, du ahnst es nicht. Gen Nude Highlighting Blush. 3,2 Gramm sind hier drin. Das ist ja mal krass. Das ist auch keine Mini-Größe, Leute. Das ist eine Originalgröße. Pink Glow. Boah. Da habe ich schon mal drüber nachgedacht, mir den zu kaufen. Der ist relativ hell, ne? Aber ich finde ihn trotzdem sehr, sehr schön. Für dunkle Hauttypen vielleicht auch als Highlighter geeignet und für helle Hauttypen als Blushleiter. Für mittlere Hauttypen als Blushtopper vielleicht möglich. Und für Leute, die gar keinen Glow-in-Blushes lieben, so wie ich, leider gar nicht möglich. Also ich werde den weiter wandern lassen, auch wenn er wahrscheinlich farblich passen wird. Das ist mir zu viel Glow. Nicole wird den feiern. Ich finde den leider nicht so. Ich bin halt eher so, ne, dass ich mir einen matten Blush drauf mache oder einen Satin-Blush, so wie heute zum Beispiel, den ich in meinem Project Pen drin habe und dann halt einen Highlighter an den Stellen, wo ich highlighten will. Aber ich mag das nicht so komplett. Das ist leider, leider. Schade, dass er nicht matt ist.
Gucken wir mal weiter. Der 16. Dezember ist jetzt hier bei mir. Und da haben wir ein Typchen drin. Und zwar von Ahava, die Hyaluronic Acid Leave-On Mask. Ja, das ist mit Hyaluronsäure, eine Gesichtsmaske. Die gehen wirklich auf Nummer sicher, weil, wie gesagt, 15 Milliliter, ne? Hyaluronsäure kann jeder Hauttyp gut vertragen. Und dann macht es halt Sinn, das als Wirkstoff auch so in den Adventskalenderprodukten drin zu haben, weil eigentlich von der Theorie her, ne, könnte ich jetzt auch bislang jedes einzelne dieser Produkte ohne Probleme verwenden. Da ist es furz egal, ob ich jetzt, also welchen Skinton ich habe, welche Hautbedürfnisse ich habe, welche Haarbedürfnisse ich habe. Im Prinzip kann ich alles davon verwenden. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember Centerwood Skin This. This vor allem. This. Oh. Eine Parfümminiatur. Das Versace Parfum Dylan Turkis Eau de Toilette mit 5 Millilitern. Ja, wir hatten das schon in verschiedenen Adventskalendern drin. Trotzdem, wir haben hier eine Parfümerie. Und da diese Parfümerie eine Parfümerie ist und auch Parfüm anbietet, wie der Name schon sagt, ist es so sinnvoll. Und wir haben danach geschrien. Wir haben es jetzt bekommen. Also das ist ein sehr, sehr schöner Duft. Und hier auch wieder eine Miniatur wird weiter wandern. Aber ich glaube, viele freuen sich da echt drüber. Hammer. Der 18. Dezember. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier haben wir ein Klassiker auch mit drin enthalten, aber ich glaube, viele freuen sich darüber. Von Pi ist das, das Rosehip Bio Regenerate Facial Oil, also das Hagebuttenöl. 10 Milliliter sind hier drin. Das macht einfach im Winter richtig Sinn, weil das die Haut halt auch wirklich krass nährt. Ich habe schon mal verwendet. Bei mir wird es leider zu orange. Ich bin dafür zu hell. Aber vom Hauttypen her wäre das voll mein Ding. Der 19. Dezember ist jetzt hier in meinen Händen. Mal gucken, wie hier die Party weitergeht, Leute. Ja, hoi, schön, Clarin. Das Lip Comfort Oil ist das einmal mit 1,4 Millilitern. Das ist einmal dieses hier. Das sind die, also mit die besten Lippenöle, die es gibt. Pitaya ist die Farbe. Habe ich die hier auch? Ich guck mal eben. Ja, ich habe Pitaya auch hier. Den hatte ich auch mal irgendwo mit bei. Das heißt, ich kann euch einfach mal meinen swatchen. Wie gesagt, das ist die kleine Größe. Ne? Ich habe hier die Originalgröße und da sind 7 Milliliter drin. Das heißt, das ist ein bisschen kleiner. Die haben halt diesen riesigen Applikator. Der ist ein Oschi vor dem Herrn, ich sag's euch. Und das ist halt eigentlich egal, welche Farbe du da holst. Ne? Das ist halt immer relativ transparent. Aber das ist nicht klebrig. Es ist super schön pflegend. Und ich verwende das auch wirklich gerne. Cool. Es riecht halt ein bisschen nach Pitaya. Naja, was ist eine Pitaya? Keine Ahnung. Es riecht halt ein bisschen süßlich-fruchtig. Captain Klugschiss ist am Start hier. Es riecht wie eine Pitaya. Keine Ahnung, was eine Pitaya ist. Riecht gut. Also ihr merkt, ich habe richtig gute Laune hier bei diesem Adventskalender. Ne? Herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch der ist sehr, sehr schwer. Und hier haben wir ein Haarprodukt drin. Und zwar das Wella Ultimate Repair, die Maske mit AHA und Omega 9. 75 Milliliter sind hier drin enthalten. Auch das ein sehr, sehr, sehr tolles Produkt, worüber sich wahrscheinlich auch sehr viele echt freuen. Ne? Wow. Der 21. Dezember ist jetzt hier bei mir. Mal gucken, wie er mich jetzt, ja, der kriegt mich. Bad Girl Bang von Benefit habe ich hier auch mit drin, mit 4 Gramm. Das ist so eine, kann ich euch gleich mal zeigen, so eine ganz dünne Gummibürste, die auch ein bisschen flexibler ist und die ist super nice, die Mascara. Die macht schöne Länge, die gibt auch so einen aufgefeucherten Blick, ne? Die macht halt nicht dieses, was ich jetzt auch so zum Beispiel habe, dieses intensive, diese Wawawum-Wimpern, aber die ist schön. Hier ist meine, die habe ich gerade mal rausgeholt, dass ich euch mal das Bürstchen zeigen kann. Und hier sieht man das, ne? Also die hatte ich halt, glaube ich, auch irgendwie in einem Adventskalender mal mit drin. Was ich halt hier auch super süß finde, es ist ein tannenbaumförmiges Gummibürstchen. Passend zum Adventskalender. Der 22. Dezember. Ich will nicht, dass es aufhört. Also das ist so ein geiler Adventskalender. Also ja, wow, wow, hier sind zwei Sachen drin. Einmal, es ist beides von Sol de Janeiro. Das Brazilian Crush Cherosa 62 mit Pistazie und gesalzenem Karamell. Das ist das Perfume Mist und hier sind, glaube ich, 30 Milliliter drin, genau. Allein das wäre schon in diesem Kläppchen fantastisch aufgehoben gewesen und ich hätte mich irre drüber gefreut. Ich habe das schon leer gemacht und ich habe jetzt hiermit quasi mein Backup, weil meins, wie gesagt, leer ist. Das finde ich richtig geil, richtig geil. Aber die haben sich gedacht, wir packen noch 25 Milliliter von dieser, oder 25 Gramm von der Delisha Drench Body Butter mit rein. Das ist für trockene Haut, repariert und gibt halt Feuchtigkeit. Das ist mit dem Duft von dem Cherosa 59, was so einen wirklich angenehm, rosigen, geilen Duft hat. Und ja, also wahnsinnig geil. Also das ist mal eine 24, Leute. Eine 22 ist das erst. Ha!
Wow. Ich bin hin und weg. Krass, ey. Die Nummer 23, einen Tag vor Heiligabend. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen Pflege oder so. Oder? Rosenthal. Die sind hier auch mit am Start. Ich glaube, da gibt es auch einen kompletten Adventskalender. Ja, den müsste ich mir auch schon bestellt haben. Oder ich stehe auf der Warteliste, ich weiß es gar nicht. Irgendwas habe ich auf jeden Fall gemacht. Und da ist ein Gua Sha Stein drin. Den kann man super verwenden, eben mit den Serien, die hier auch drin enthalten sind. Also mit dem von Murid oder auch mit dem von Yves Rocher. Dass man das besser in die Haut einarbeitet, so eine kleine Lymphdrüsenmassage macht. Ganz ehrlich, ich sehe davon jetzt nicht so den ultimativen Anti-Aging-Effekt oder so. Oder Slow-Aging-Effekt, ich habe ja auch so ein Ding. Aber es ist halt so, dass man sich einfach was Gutes tut. Es tut gut, man kann sich damit auch schön Masken einarbeiten und so, ne? Jeder und seine Mutter hat mittlerweile wahrscheinlich einen Gua Sha Stein, aber trotzdem ist es schön, dass ich den hier drin finden durfte, finde ich. Ne? Das passt irgendwie zu dem ganzen Vibe. Und jetzt bin ich so gespannt, was wir am 24. Dezember hier drin haben. Der ist auf jeden Fall riesig, der ist gut gefüllt. Es ist Pflege und es ist Nyx. Nuxurians Ultra La Crema, steht das hier? The Global Anti-Aging Cream ist das. Und ja, da sind einfach mal 50 Milliliter drin. Das ist ein Pott. Das ist ein Pott, der ist groß. Das ist eine tolle 24. Das ist richtig, richtig nice. Also das rundet hier auch wirklich den ganzen Adventskalender ab. Es ist schwer, es ist aus Glas, es ist hübsch, es ist grün, es hat ein Bäumchen drauf und ich finde es großartig. Also Leute, ich sag's euch, wie es ist, ne? Das ist einer der besten Adventskalender, die dieses Jahr auf dem Markt sind. Das kann man wirklich nicht anders sagen. 119,99 € ist eine Stange Geld. Du hast immer wieder die Möglichkeit, mit Rabatten halt bei Flaconi noch mehr zu sparen. Aber du hast hier schon richtig krass was für dein Geld bekommen. Ich glaube, man freut sich hier richtig, richtig derbe drüber, dass man, wenn man den auspackt, das ist ein ultimatives Gedönsen. Und ich habe ein bisschen Schiss, dass das hier quasi unser Abschiedsgeschenk sein soll. Oder der soll das Ganze halt nochmal so ein bisschen mehr ins Rollen bringen. Keine Ahnung. Ihr findet definitiv den Link zum Adventskalender in der Infobox, wie immer. Und schreibt mir super gerne eure Meinung in die Kommentare. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.